Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop Spielerkarriere zusammen mit dem Jan. Das bin ich. Wir haben auf jeden Fall auf seinem Kanal richtig Action-Schmäckchen gemacht. Letzte Folge lief tatsächlich nicht schlecht. Also müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Rechts oben im i verlinkt. Wir sind zwar aus dem Pokal rausgeflogen, aber das auch hier gegen Platz 1 gegen Liverpool. Ansonsten der Rest bin ich echt zufrieden mit. Und das wollen wir auch fortsetzen, denn wir sind jetzt auf Platz 4 in der Premier League. Heute allerdings spielen wir gegen Arsenal nicht. Ja, und da hoffe ich erstmal, dass wir trotzdem gut spielen. Obwohl wir nicht spielen. Und danach spielen wir tatsächlich gegen RB Leipzig, Rückspiel der Champions League. Nee. Okay, Schnellsimulation ist auf jeden Fall am Start mit den Zebra-Trikots. Hoffentlich gewinnen wir. Komm schon, bitte, nein. Aber ich meine, es ist, also wir haben gegen Platz 8 gespielt. Ein Punkt ist okay. So. Wir spielen auf jeden Fall jetzt Champions League. Gegen RB Leipzig, das heißt gegen die deutschen Kollegen. In Jans Folge waren wir auf jeden Fall in Deutschland, in Leipzig. Und jetzt hier spielen wir zu Hause. Wir haben aber gut vorgelegt mit Auswärtstoren. 3 an der Zahl sind's. Und ja, also im Endeffekt denke ich, dass wir, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen, tatsächlich eine Runde weiterkommen sollten. Und das wäre richtig, richtig nice. Ich verstehe das Spiel nicht mehr so. Ja, ich kann auch nicht. Ich stehe über den Ball verloren. Ich check. Ich schieß doch. Oh. Der ist gut. Oh, das kann ich ja gar nicht. Wettbewerbsrekord, das stimmt gar nicht. Ich habe schon 19. Ich streich das so durch. So. Ja. Mein Editing-Skill ist so zack. Ich hab 19 daneben. Okay, okay, Leute. Arr. Wir spielen wieder gegen Bellarabi und der ist auch gut und wir auch und deswegen. ja. Los geht's. Zack. Du, ich und ich. Jetzt spiel direkt. Oh, oh yo! Dritte Spielminute, eins der frühesten Tore. Siebtes Tor. Und damit die Entscheidung, Leute. Ja, fast schon. Man kann schon fast davon sprechen. Also. Die müssten jetzt 3 Tore machen und dann steht es unentschieden. Das war heißt, schon echt ein Tore. Schlechter Schuss. Aber... Ja, das, das Rausgespielte, der Spielzug. Ja, ja, der Spielzug war krass. Wir haben das so gut gemacht. Wir gut sind. Wir sind ja allgemein halt. Oh, oh Mann, diese komischen Dinger. Immer so coole Pässe. Aber 18. du machst hoffentlich ein cooles Tor. Ja, ich bin das ist auf jeden Fall die Entscheidung. Junge, ich wollte dich in den Arm nehmen, du läufst einfach vorbei. Ich weiß nicht, wo du mal hinläufst. Das ist nicht Fotos machst oder so. Ich will Fotos für die Presse und du läufst irgendwo hin. Aber es war auf jeden Fall schön wieder. Also Junge, das ist die Entscheidung. Absolut. Jetzt 19. Stimmt. Oh, stimmt, was ist denn jetzt los? Hast du die Schwierigkeit runtergestellt? Nein, Spaß, Leute. Also, wir spielen auf Maximum. Ja, also, dass wir das heute generell während der Aufnahme, also folgenmäßig war es mir so natürlich nicht bewusst, aber das, also, dass ich das heute in der Aufnahme generell sowieso schon schaffe. Alter, what the fuck? Oh nein, du hättest nicht fordern. Oh, du hättest sowas fordern sollen. Du hättest nicht fordern sollen. Oh mein sollen. Gott. Oh mein Gott. 20. Ich hätte nicht fordern sollen. Er hat den Wettbewerbsrekord eingestellt. Jetzt im schon. Achtelfinale. 4-0. Ja, ich würde sagen, wir stellen mal einen Gang zurück. Alter, Junge, was ist denn jetzt passiert? Alter, dass der ankommt, hätte ich niemals gedacht. Deswegen. Ja, ich schon. War schon nicht schlecht. Tore. Ja, mir passt der natürlich nicht. Ich hab Y Alter. Gedrückt. Ja, Y gibt's auf deinem Controller nicht mal, Alter. Ah ja, Halbzeit 4-0, Leute, das kann man mal machen. Aber ich find's nicht unrealistisch. Nicht so, dass man sagt, so, oh mein Gott, weil Manchester United echt ja auch manchmal so 4-5-0 gewinnen. Auch mal gegen Leipzig so. Gladbach gewinnt auch 6-0 gegen Schachtel Donetsk. Also. Absolut. Kann man auch nichts mehr sagen. Also wehe, das schreibt jetzt jemand rein. Ich habe mich zwar ein bisschen lustig gemacht, so wegen Schwierigkeitsgrad, aber wenn es jemand reinschreibt, Leute, ich blockiere euch einfach. Junge, du kannst heute eskalieren.
Ja, Mario. Wohin gehst du denn, Alter? Ich hab's nicht gecheckt. Ich denk so, hä? Bitte, ich bin auch mal da. Meinst du? Ich würde mir auch für 50 mal einen neuen Controller kaufen. Und er pfeift einfach im 16er. Perfekt. Kein Problem. Trotzdem 4-0, 7-1 insgesamt, Brasil. Und ja, den du hast den Rekord einfach eingestellt. 4 Tore gemacht, ja. Keine 5. Schwach. Das stimmt. Das ist mein Rekord. Der bleibt auch so. Alleiniger Rekord. So, meine lieben Freunde, wir gucken mal, wen wir als Gegner haben. Was tippst du jetzt mal so ganz grob, kurz vor, bevor wir gucken? Paris. Okay, ich sag Bayern. Perfekt, Tottenham habe ich ja getippt. Gegen Tottenham sind wir aus dem nationalen Pokal. Oh, das ist so FIFA-typisch, dass es genau da und zwischen dem Ligaspiel ist. Das ist immer so. Also, Ligaspiel ist Tottenham, wir haben dazwischen Tottenham. Und ansonsten ist halt, wie gesagt, auch, wir haben gegen die halt schon mal verloren, kritisch so, ne? Muss man aufpassen. Naja, jedenfalls spielen wir jetzt gegen Leeds, beziehungsweise spielen wir da nicht. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, dass es einfach gut wird, weil, ja, wäre wichtig, ne? Lass mal mit den Trikots spielen. Ja, ist ja egal, oder? Ach so, ja, ich wusste nicht, dass wir nicht spielen. Ja, habe ich gerade nicht gesagt. Alter. Ah, das macht Spaß. Jetzt verkacken wir die Liga, weil wir hier nicht spielen. Also Leute, das war jetzt das letzte Spiel, was wir nicht gespielt haben. Leute, wir haben einen Spieltag weniger als der Platz hinter uns und sind Platz 4. Das heißt, es ist schon mal ganz gut. Wir spielen gegen Fulham, die sind weit unten und dementsprechend auf Platz 17 und dementsprechend... Ja, ein paar Tore und 3 Punkte wären auf jeden Fall ganz wichtig. Wir müssen die Tordifferenz ein bisschen pushen, damit wir einfach mit den Oberen mithalten, mit Chelsea beispielsweise oder so. Und wir könnten 3 Punkte einfahren, die ganz, ganz wichtig sind, damit wir wenigstens Platz 4 Champions League versichern. Auch wenn wir dann ganz oben nicht mehr mitspielen können wahrscheinlich. Mal gucken, was wir da alles hinbekommen. Wir spielen gegen Fulham jetzt in Kürze. Ja. Oh. Ich wollte kurz überlegen, ob ich ins Tor laufe. Ich habe gedacht, ich passe dir so spät, dass du nichts falsch machen kannst. Da hätte man auch so viel falsch machen können. Das war schon so dicht am Pfosten, dass ich... Das wäre so cool, hätte ich neben... Also das wäre richtig cool, ja. Ja, das hätte mich drüber gefreut. Nice, 1-0 verdient, nice. So Leute, Halbzeit ist auf jeden Fall cool. Jan hat ein Standbild. Nein, jetzt gerade nicht, aber... Alter, du willst mir echt nicht gönnen. Also hä? Viel was zu spät und dann viel zu weit. Viel zu ja, also ganz schon, schlecht. Aber, ja, hör mal. Vor allen Dingen in einem Video. Ja. Zu spät. Nee, diesmal nicht. Nice. 2-0. Endlich, Jan. Dankeschön. 2-0 ist ganz wichtig. Der war genau im richtigen Moment. Und da ist das 3-0. Der war so knapp vorm Abseits, aber im richtigen Moment einfach. Ah, ich bin einfach der Inbegriff vom richtigen Moment. Ja. Nee. Oh, sauber. Also gut, Leute, wir haben ein weiteres Spiel gewonnen und jetzt haben wir gut Punkte gemacht. So Leute, Jan hat uns versaut mit seiner roten Karte. Das heißt, wieder ein Premier League Spiel, wo wir nicht auflaufen als Doppelsturm. War aber keine rote Karte, es war eine gelbe und Karte. Und gegen Leicester City werden wir jetzt wahrscheinlich wieder verlieren. Ich hab Spaß. Ja, ganz klasse. Aber nee, Alter. Verloren haben wir nicht an dieser ja, Stelle. Ja, an der Stelle ist es aber trotzdem nicht besser, einen Unentschieden zu spielen. Aber ich wünsche dir einen tollen Donnerstag, Mann. Die Bappen. Jetzt spielen wir schon Champions League Hinspiel auswärts, Leute. Was ist denn da? Damit haben wir jetzt nicht gerechnet heute, aber Jan gönnt. Eben. So, meine lieben Freunde, wir haben das Spiel auswärts, Champions League. Und wir spielen gegen Tottenham. Die uns schon aus dem heimischen Pokal rausgeschmissen haben. Die schon alles Mögliche mit uns gemacht haben. Jetzt sind wir gefordert und das auch noch auswärts. Aber immerhin, Champions League, da sind wir immer gut drauf und ich würde sagen, Tor 21 ja. Folgt bei mir und bei dir auch
Tor 17 müsste es sein. Oh, ein Torwart haben die. Warum? War aber eine gute Flanke von dir, nur ich bin ja nicht der beste Kopfballspieler. Aber es war nicht so schlecht. Also. Ja, sah sehr riskant aus. Willst ja, du eigentlich du zu auch hinten. Zu mir spielen? Oder? Da warst du viel zu weit hin, da brauchst du nichts sagen. Doch, der Ball ist doch noch unterwegs, wenn er zu mir kommt. Da bin ich ja dann schon da. Ich blende jetzt gleich das Replay ein, Digga. Guck mal, wenn du da zurückspielst, ja, ich muss dann noch mit dem Ball laufen, keine Frage, aber wenn du dann genau da zu mir spielst, so weit hinten, dann habe ich dann so viel Platz. Der Schuss, lauf der zwei Schritte und hab eine richtig gute Voraussetzung, um das Tor zu schießen. Als Elm habe ich keinen Pass, nur Schuss. Das haben wir gar nicht gesehen. Das hat genau gepasst. Oh, mache ich auch den Fall. Elfmeter. Ich passe einfach nur. Ich sehe ja nicht mal wohin. Also. Mach Augen auf, hör mal. Jetzt! Oh! Ey, stimmt, ich habe gar keine Geld bekommen für meinen Freund. Nee, ich auch nicht. Das gibt's glaube ich, nie mehr so Geld. Ah, nee, du hattest ja letztes Spiel. Nein, nein, nein. Gibt's nicht. Oh! Oh, ja! Oh, Auswärtstor! Durchs Zurückziehen! Beste Taktik! 1-0 auswärts gegen Tottenham wäre halt schon dezent gut. Und 2-0 ist noch besser. Ja. Das hätte ich echt nicht gedacht, aber das ist richtig, richtig cool, wenn wir hier 2-0 gewinnen. Ja. Also zu 0 ist schon mal geil. 3-0 ist aber noch cooler. Und gewinnen gegen Tottenham ist schon mal richtig nice. Und dann aber auch noch Auswärtstore, das ist ja richtig sexuell. Wow. Ja, es geht nicht. Nein. Das Fuck. Ist das 2-1. Es hat sich irgendwie fast schon angebahnt, aber es ist natürlich überhaupt nicht gut. Meine zwei Auswärtstore sind trotzdem immer noch gut, aber 2-0 ist natürlich sau angenehm. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall 2-1 gewonnen, außer der Schiedsrichter lässt einfach nochmal 10 Minuten laufen, wer weiß, who knows. Ja, schaut ein bisschen so aus, Dele Alli nochmal, Jan ist auf jeden Fall hinten, macht da, alter, riskante Sachen, pfeift drauf. Ey, was für ein Hurensohn ist das? Oh mein Gott, was ist denn hier Alter. Los? Alter, ey, pfeift jetzt ab. Dankeschön. 2-1 gewonnen auswärts. 2 Tore gemacht. Sehr schön, Jan. Und das ist schon mal richtig, richtig gut. Schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei, weil er einfach ein krasser Typ ist. Rechts oben beim i und jetzt auch kleine Endcard verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich übermorgen kommt. Vielleicht, man weiß es immer nie. Ich bin sehr gespannt und ihr solltet das auch sein. Also schaltet wieder mit ein. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao. Ciao. Ciao.